Einen wunderschönen guten Morgen, verehrte Damen und Herren. Wir begrüßen Sie auf unserer Pressekonferenz und danken Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen. Wir haben heute Vormittag zwei Themen aufgegriffen, die wir diese Woche im Südtiroler Landtag zur Abstimmung bringen werden. Sie wissen ja, diese Woche findet die letzte Sitzungssession des Südtiroler Landtages statt und wir werden noch einmal mit zwei Beschlussanträgen auf zwei dringende Themen aufmerksam machen, die dringend noch im Südtiroler Landtag behandelt werden müssen, weil sie sehr aktuell sind und auch in dieser Legislaturperiode noch beschlossen werden müssen. Es ist zum einen die Thematik der öffentlichen Sicherheit. Miriam Aztamala hat hier einen Beschlussantrag vorgebracht und vorbereitet. Zum anderen ist es aber auch die Frage der Anerkennung der österreichischen Studientitel in Südtirol. Wir wurden hier von Jugendlichen, vor allem von Studenten, darum gebeten, hier einen Beschlussantrag noch einmal einzureichen. Es fängt ja in wenigen Wochen das neue Jahr auf den Universitäten statt und auch hierzu wollen wir eben noch einen Beschlussantrag rechtzeitig einbringen. Ich übergebe jetzt das Wort an meine Kollegin Miriam Aztamala, die Ihnen einen Beschlussantrag zum Thema öffentliche Sicherheit vorstellen wird. Im Anschluss an die Vorstellung der beiden Beschlussanträge haben Sie dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Danke, Sven. Einen schönen guten Morgen. Es geht um den Beschlussantrag öffentliche Sicherheit erhöhen. Und zwar geht es darum, dass eben in letzter Zeit und nicht nur in letzter Zeit schon, sondern bereits seit geraumer Zeit eben die Kriminalität auf offener Straße zugenommen hat. Zahlreiche Fälle sind uns bekannt. Bereits einen habe ich angefügt, bereits Oktober 2017, Vergewaltigungsversuch in Meran. Ein arbeitsloser 41-jähriger Iraker sah Polizeibeamte und ergriff die Flucht. Nach Kontrolle fanden die Ordnungshüter verschiedene Drogen und 820 Euro. Oder auf die junge Mutter, auf die hier in Bozen eben dieser Raubüberfall verübt wurde. Oder eben auch Touristen wurden mit einer Glasflasche, mit einer abgebrochenen Glasflasche eben in Bozen im Park bedroht. Und die jüngsten Fälle, beispielsweise jetzt, wie man sieht, eben die Kriminalität eben nimmt einfach kein Ende. Frau wurde während dem WM-Finale überfallen. Eben, und hier geht es darum, dass das ja, wenn man bedenkt, das Finale war eigentlich am späten Nachmittag, ab 17 Uhr. Somit hat sich dieser Überfall eigentlich tagsüber auf offener Straße eben ergeben. Und ihr wurde die Halskette aus Gold eben abgerissen und geraubt. Oder auch hier um 5 Uhr morgens, ebenfalls hier eben eine junge Frau, die auf dem Weg zur Arbeit war und hier eben auch von Tätern eben laut Beschreibung mit Migrationshintergrund eben überfallen wurde. Sie wurde zum Glück nicht verletzt, aber hatte einen riesen Schreck. Solche Meldungen sind jetzt tagtäglich eigentlich zu lesen, zu hören. Es nimmt nicht ab. Tragisch ist, dass eben hier Menschen eben in ihrer Freiheit eigentlich, in ihren Gewohnheiten, wo sie zur Arbeit gehen, wo sie von der Arbeit zurück nach Hause gehen, Touristen, die in unser Land kommen, um hier Urlaub zu machen, um Entspannung zu haben, Mütter, die mit ihren kleinen Kindern, wie hier dieses 10 Monate alte Baby, unterwegs sind in der Stadt und eigentlich nichts Besonderes denken und plötzlich hier am helllichten Tag überfallen werden. Aber auch eben nachts, beziehungsweise um 5 Uhr morgens. Auch hier in Bozen in der Nähe wurde ich von verschiedenen Verkäuferinnen angesprochen, die mir selbst gesagt haben, eben, bitte tut was, wir haben Angst, wenn wir müssen eben um 5 Uhr morgens eben ins Geschäft gehen oder eben auch nachts noch früher in die Bäckerei beispielsweise gehen und alleine unterwegs sind und hier eben allen möglichen eben, Personen begegnen und wo wir einfach Angst haben. Wir gehen tagtäglich mit Unbehagen eben durch die Stadt und das hat es vor einigen Jahren noch nicht gegeben. Wir von der Südtiroler Freiheit lassen das nicht so stehen, sondern sagen, hier ist es notwendig, dass endlich konkrete Schritte in die Wege geleitet werden. Dafür haben wir eben einen Beschlussantrag ausgearbeitet. Es wurde nachrecherchiert, auch was für Maßnahmen wurden eben auch anderorts einfach ergriffen und umgesetzt, was wurde in der Politik gemacht,
Was sagen aber auch beispielsweise von Wissenschaftlern oder an Universitätsarbeiten, beispielsweise Abschlussarbeiten von jungen Frauen eben, was sagen die dazu? Was für Recherchen haben die gemacht? Also wir stützen uns hier eben auch auf Wissen und Grundkenntnisse und eben einer guten Basis und nicht nur, dass wir irgendwas so mal erfinden und das sozusagen von der Landesregierung verlangen, sondern es geht hier um konkrete Schritte, die bereits eben auch wissenschaftlich eben fundiert sind, dass sie eben auch die Sicherheit erhöhen können. Dabei geht es beispielsweise eben darum, dass wir sagen, eine Ausarbeitung einer Versicherung des abgehobenen Bargeldes auf dem Heimweg für Rentner. Diese Maßnahme stammt aus Italien. Und zwar ist es dort schon mehrmals zu Vorfällen gekommen, wo es einfach Kriminelle genau auf Rentner abgesehen haben, die am Anfang des Monats eben ganz an bestimmten Tagen ihr Bargeld eben von der Post oder von der Bank abholen, um dieses Bargeld mit nach Hause zu nehmen. Und es gibt eben in diesem Sinne eben bereits Versicherungen, jedoch nicht hier in Südtirol. Und da ist eben dieser Rentner, wenn er dieses Bargeld abholt und sich auf den Weg nach Hause begibt, eben versichert für dieses Bargeld. Denn gerade für die Rentner, besonders wenn man bedenkt, jene, die eben die Mindestrente erhalten und dann auch noch bestohlen werden, dann kann dies in einem Monat für sie ja wirklich ihre Existenz bedrohlich werden. Dann geht es um eine stärkere Bewerbung der Frauentaxis in Südtirol, sowohl auf der einen Seite, dass die Gemeinden hier verstärkt dieses Angebot des Frauennachttaxis anbieten, um die Frauen sicher in den Nachtstunden nach Hause zu bringen. Die Gemeinden haben hier die Möglichkeiten, diesen Dienst individuell anzupassen, ab welcher Uhrzeit sie diesen Dienst anbieten. Und eben auch hier geht es darum, dass die Frauen, die in diesen bestimmten Nachtstunden eben mit dem Taxi, den Taxidienst nehmen, um sicher nach Hause gebracht zu werden, einen kleinen Teil eben von dem, was sie bezahlt haben für das Taxi, eben rückvergütet bekommen. Dies soll eben verstärkt beworben werden, auch bei den Frauen selbst, denn wenn man mit vielen Frauen spricht, die wissen gar nicht von diesem Angebot. Eine stärkere Präsenz der Polizeikräfte in Zivil, denn gerade hier im Bahnhofspark in Bozen stellt man immer wieder fest, ansonsten, wenn man sie 10 Minuten irgendwo steht, kann man beobachten, wie irgendwelche Drogen gehandelt werden, wie sie rumböbeln, wie geschrien wird, wie es Rankeleien gibt. Plötzlich, es kommt eine Polizeistreife und alles ist friedlich, alles ist in bester Ordnung. Und deshalb ist es wichtig, nicht nur die Polizei als Sicherheitspräsenz, sondern in Zivil, damit man auch wirklich beobachten kann, was hinter den Kulissen, was sich dort abspielt. Ein weiterer Punkt ist eine grenzüberschreitende Vernetzung der polizeilichen Datenbanken innerhalb und außerhalb der EU, damit Kriminelle eben auch, wenn sie in einem anderen Land eben bereits registriert sind, eben auch dann, wenn sie beispielsweise nach Europa kommen, einreisen, dass sie auch hier ausfindig gemacht werden und dass die Daten eben auch hier zugänglich sind. Verstärkte Kontrollfahrten der Ordnungshüter in den Nachtstunden, um das Nachtleben eben sowohl für die Unternehmer selbst, für die Nachtlokalbesitzer zu erhöhen, denn kein Unternehmer selbst will, dass aufgrund von seinem Betrieb eben irgendwie, dass es zu Raubüberfällen kommt, dass es zu Schlägereien kommt oder anderen Delikten kommt, dass es eben für Frauen, für junge Mädchen eben gefährlich ist und aber auch, dass das Nachtleben hier, dass sich unsere Jugendlichen sicher fühlen. Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen und privaten Sicherheitskräften, denn von den Sicherheitskräften, auch uns persönlich, wurde eben auch gesagt, dass sie einfach nicht alle Dienste rund um die Uhr abdecken können und deshalb ist es hier notwendig, dass eben die öffentlichen Sicherheitsdienste mit den privaten eben ein Einkommen abschließen, wo man eben zusammenarbeitet, um hier die Sicherheit eben im ganzen Land eben abdecken zu können. Verstärkte Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Betrieben und Nachtlokalen und Diskotheken mit den Ordnungskräften. Hier geht es darum, dass bereits vor kurzem in Südtirol ein Abkommen eben zwischen Betreibern von Nachtlokalen und Diskotheken und den Sicherheitskräften bereits
erlassen wurde, wo es darum geht, wenn diese Betriebe die Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften eben vereinbaren und dies auch protokollieren, denn es ist mit Aufwand für die Unternehmer verbunden, sie müssen alles protokollieren und dies dann der Polizei aushändigen, dass aber umgekehrt die Polizei besonders auf diese Unternehmen schaut, dort besonders eben auch vor Ort zu sein, um umgekehrt auch ihnen die Sicherheit zu erhöhen. Wenn es dort geht, dann muss es doch für alle Unternehmen möglich sein, diesen Dienst eben effektiv zu gewährleisten. Eine verstärkte Bewerbung von oberirdischen, gut sichtbaren und gut beleuchteten bewachten Parkplätzen mit einem Nachttarif als Nachtparkplätze bzw. Frauenparkplätze ausweisen und diese verstärkt publizieren. Dabei greifen wir eben auf eine Maßnahme zurück, die bereits eben eine junge Studentin eben in ihrer Facharbeit, um eben die Sicherheit für Frauen zu erhöhen, aber auch generell die Sicherheit zu erhöhen, eben ausgearbeitet hat und die bereits aber auch Uso ist, beispielsweise eben in Deutschland, aber auch in Amerika. Und hier geht es darum, dass eben oberirdische Parkplätze, die eben gut beleuchtet sind und beispielsweise eben auch keine höheren Büsche haben, wo sich eben jemand dahinter verstecken kann und die Frauen überfallen kann oder Personen überfallen kann, dass diese Parkplätze speziell ausgewiesen werden, eben über eine App beispielsweise eben, und dass diese eben einfach stärker publiziert werden und zu einem Nachttarif, der ein wenig ermäßigt beispielsweise ist. Das wären unsere Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit, denn es ist dringend notwendig, dass diese erhöht wird, denn indem andere nicht nur Personen ausrauben, sondern sie auch regelrecht ihrer Freiheit berauben sozusagen und selbst dann aber nicht eingesperrt werden für diese Strafdelikte, das ist ein Übel und dem muss hier durch solche Maßnahmen entgegengewirkt werden. Ja, danke an meine Kollegin Miriam Arzt-Dammerle, die Ihnen den Beschlussantrag zum Thema öffentliche Sicherheit erläutert hat. Einen weiteren Beschlussantrag, den unsere Landtagsfraktion diese Woche hier bei dieser Landtagssitzung einbringen wird, ist der Beschlussantrag zur Anerkennung der Studientitel, die wir hier in Vertretung von Südtiroler Studenten einbringen werden, die uns darum gebeten haben. Dass das Thema sehr aktuell ist, haben Sie heute Vormittag ja selbst aus den Medien entnehmen können. Die Vertretung der Südtiroler Ärzteschaft hat ja darauf hingewiesen, dass es in den nächsten Jahren zu einem massiven Mangel an Hausärzten in Südtirol kommen wird. Gerade gestern haben wir ja die Szenen im Pustertal erleben müssen, wo Menschen stundenlang auf der Straße haben Schlange stehen müssen, um überhaupt noch einen Hausarzt wählen zu können. Wir haben uns vor circa 2 Jahren einmal mit den Jungärzten in Südtirol unterhalten und haben auch Gespräche mit anderen jungen Akademikern geführt, weil es ja nicht nur im Medizinbereich, sondern auch bei anderen Studiengängen dieses Phänomen des Brain Drifts gibt. Das heißt, dass junge Studenten nach ihrem Studium nicht mehr nach Südtirol zurückkehren. Und wir wollten hier die Gründe dafür eruieren, haben mit diesen jungen Studenten gesprochen, haben uns auch mit Vertretern der Universitäten getroffen und haben das aufgezeigt bekommen, was im Grunde genommen ja seit vielen Jahren schon bekannt ist, nämlich, dass das Problem der Anerkennung der in Österreich erworbenen Studientitel viele Südtiroler Studenten davor abhält, nach ihrem Studium wieder nach Südtirol zurückzukehren. Sie wissen ja, dass die Universität Innsbruck auch für Südtirol die Landesuniversität ist. Für die Südtiroler ist es essentiell, an den österreichischen Universitäten studieren zu können, damit sie eben eine universitäre Ausbildung in ihrer Muttersprache bekommen. Es gibt seit dem Jahr 1979 in Österreich das sogenannte Südtiroler Gleichstellungsgesetz. Dieses Gesetz sieht vor, dass Südtiroler Studenten an den österreichischen Universitäten österreichischen Studenten gleichgestellt werden. Das heißt, sie haben einen gleichberechtigten Zugang zu den Studienplätzen. Nur wenn es dann um die Anerkennung der österreichischen Studientitel geht, dann haben die Südtiroler Studenten ein Problem. Diese Anerkennungsverfahren, die ja Italien durchführt, sind sehr aufwendig. Sie sind zum Teil sehr langwierig und auch kostspielig und es gibt einige Studiengänge, die von Italien überhaupt nicht anerkannt werden. Das heißt, die Südtiroler Studenten kommen nach Jahren ihres Studiums nach Südtirol zurück und haben praktisch nichts in der Hand, weil Italien ihr Studium nicht anerkannt. Jetzt haben wir ja die Situation, dass die allermeisten Südtiroler Studenten, die in Österreich studiert haben und nach Südtirol zurückkehren, einen Arbeitsplatz in Südtirol suchen und nicht einen Arbeitsplatz irgendwo im italienischen Staatsgebiet. Und deswegen möchten wir mit einem Beschlussantrag erwirken, dass die Südtiroler Landesregierung
in Absprache mit der Regierung der Republik Österreich und auch mit der italienischen Regierung eine Sonderregelung trifft, dahingehend, dass österreichische Studientitel natürlich begrenzt auf das Gebiet der autonomen Provinz Bozen-Südtirol automatisch anerkannt werden und somit Gültigkeit haben, ohne das staatliche Anerkennungsverfahren durchlaufen zu müssen. Denn, wie gesagt, die österreichischen Universitäten erfüllen einen autonomen und autonomiepolitisch wichtigen eine wichtige Ausbildungsfunktion für die Südtiroler Studenten. Sie gewähren den Südtirolern die Ausbildung in ihrer Muttersprache, aber dann haben die Südtiroler nicht die Möglichkeit, diese Studientitel auch in Südtirol zu verwenden, weil sie erst von Italien anerkannt werden müssen. Und deswegen fordern wir den Landtag mit diesem Beschlussantrag auf, sich für die automatische Anerkennung der österreichischen Studientitel in Südtirol einzusetzen und fordern gleichzeitig die Landesregierung wir fordern die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass eben eine Sonderregelung für Südtirol erwirkt wird, damit eben die Südtiroler ihre Studientitel in Südtirol automatisch anerkannt bekommen. Denn wir glauben, dass das ein wesentlicher Beitrag dafür wäre, dass Südtiroler Studenten nach ihrem Studium wieder nach Südtirol zurückkehren können, um dann hier auch einen Arbeitsplatz zu finden. Das würde sehr viel auch gerade im medizinischen Bereich die Situation entspannen, weil das auch ein Anreiz wäre für Südtiroler Studenten eben zurückzukommen. Es ist im Moment einfach eine Hürde da und diese Hürde muss abgebaut werden. Und wie gesagt, dieser Beschlussantrag wird auf das Begehren sehr vieler Südtiroler Studenten hier im Landtag eingebracht. Wir haben diese Initiative gerne aufgegriffen und wir hoffen, dass auch der Südtiroler Landtag sich mit großer Mehrheit diesem Begehren der Südtiroler Studenten anschließen wird. Mein Kollege Bernhard Zimmerhofer wird jetzt noch einige Ausführungen machen und dann haben Sie das. Dankeschön, Sven. Ja, schönen guten Morgen. Ja, also wir bewegen uns langsam Ende der Legislatur hin und das sind unsere letzten zwei Beschlussanträge, die wir eingereicht haben. Ich habe gestern nochmal die Statistik durchgesehen von unserer Arbeit im Landtag und also es ist wirklich so, dass wir vorne dran sind, was unsere Aktivitäten anbelangt, in sehr verschiedenen Bereichen. Das sind zwei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind und wie einige verlautbaren oder sagen, dass das jetzt ein Wahlkampfthema unsererseits ist, also was die öffentliche Sicherheit anbelangt, das ist bei weitem nicht so. Also das Thema haben wir von Anfang an immer verfolgt und sogar in der letzten Legislatur. Also insofern ist das kein Thema. Also normalerweise Studientitel Anerkennung sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein in einem Europa, einem gemeinsamen Europa, wo Staaten zusammenarbeiten. Und ja, also Voraussetzung ist natürlich, dass hier von Seiten des Staates Rechtssicherheit da ist, Kontinuität und Stabilität und das ist im Staat Italien bei Weitem nicht so und da dürfen wir uns keine Illusionen hingeben. Also wenn wir zuletzt gesehen haben, auch bei den Ladenöffnungszeiten, da eine Regierung beschließt etwas, die nächste wirft das alles dann wieder über den Haufen. Bei den Vouchern dasselbe Thema oder bei Besteuerung von Pellets und so weiter. Also das sind alles Dinge, die für Rechtsunsicherheit sorgen und für uns absolut nicht tragbar sind. Das Land Südtirol, wo man versucht, vernünftig zu arbeiten und im Sinne der Bevölkerung. Also Italien ist und bleibt weiterhin für uns ein großer, großer Unsicherheitsfaktor. Und deswegen hilft uns nur ein Los von Rom, eine unabhängige Südtirol, wo wir unsere Dinge selber entscheiden können, wie es für uns richtig ist. Dankeschön. Ja, das Wort haben jetzt Sie für Fragen. Inzwischen bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.